aber glaub mir, eines Tages schaff ich es dir wirklich raus. Jetzt bring ich Glück nach Hause, es wird Zeit, ich leb jetzt meinen Traum, ich geb nicht auf. Ich tu alles für euch bis zum Tod, denn ich hab es versprochen. Haben wir nicht gesagt, jetzt ist Treffpunkt? Ja. Haben wir nicht gesagt, Dreharbeiten? Saat oder Beschketsch, oder? Sag mir das! Sag mir das! Sag mir das! Sein Endgegner ist da. Oh. Bravo, Aleikum! Mama steht dir. Nein! Jo! Und ich hab das Gewicht vom BZ, weil ich bin gerade BZ. Soll ich auch noch drauf? Ja, komm. Nein, Mann, der Arme, dann stirbt er wirklich. Ja, das war heute leider eine weniger gute Performance von dir. Wir werden sehen, ob es reicht. Die Entscheidung ist gefallen. Der Künstler, der nicht in der Villa verlassen geblieben hat, wird sein. Denn bist... Du, BZ. Dankeschön. Bin ich jetzt drin oder bin ich raus? Jetzt kommt der. Euer Auftritt? Ja. Guck mal bitte den Haraka da hinten. So aufstehen bitte, wie du gerade aufstehen musst. Schau mal, ich hab ganz viel Zeit. Und Kapakit in der Garage. Oder alle ganz normal in der Mahalle. Ich muss weiter. Niemals. Ich will nicht weiter. Ist das real? Du! Geil. Ich weiß, was ich sag. Hallo, Ruhe! Er hat gar nichts gemacht. Ruhe hier oben! Ich schlafe meine Mutter, mein Herz, so habe ich Schüler wahrscheinlich. Und weißt du, was das ist? Das ist schon normal, Bruder. Das ist psychisch von meiner Mutter. Also, ich würde sagen, ich bin so davor. Ich hätte gar keinen Kopf gehabt, noch einen Stand zu schreiben. Oder ihr müsst verstehen, guck mal, ihr müsst verstehen, das ist ein Format, wo junge Leute zugucken. Da ist scheißegal, Bruder. Ich schwöre, es ist gar nicht schlimm für mich. Ich bin froh, ich kann jetzt meinen Eier schaukeln. Ich muss nicht noch einen Song schreiben nach drei Tagen. Scheiß drauf. Ich weiß das, was ich kann. Ich weiß, dass ich der krasse Rapper aus Deutschland bin. Das ist auf jeden Fall eine Ansage an jeden Deutschen. Ja, Mann. Komm mal her. Bei Gott, ich bin froh sogar. Oder? Ich hab keinen Kopf mehr. Ich schwöre, mein Handy hätte ich vier oder fünf Songs in den letzten drei Tagen geschrieben. Aber Bruder, du gehst mit einem großen Output, ne? Ja, safe. Für mich ist gut. Ich schwöre, ich bin gar kein bisschen traurig darüber gerade. Ja! Bruder, ich spring dein Ende gleich, ne? Du hast das Mic und so. Emre werde ich vermissen auch auf jeden Fall. Ja. Fette. Ach so, die Jury. Aber ihr müsst wissen, Jungs, Eikel 5 hat so Spaß gemacht, ne? Bis jetzt Eikel 5 war Baba. Ohne Ada wäre natürlich schade. Hat mir natürlich gefehlt. Was soll man machen? Ich habe heute mein Handy verloren. Und das hat meine Seele verloren. Und deswegen bin ich trotzdem hat Justin krass performt. Ja, Top 8 würde ich mal sagen mit dem DIG und Azu. Den wirfst du raus! Sag Entschuldigung! Wirfst du den Acid jetzt hier rausgeworfen? Mach dich nicht.
Bin Walla. Er wird dann nicht mehr. Mach, nein, Wallah, hör auf, Wallah, Bilal, hör auf! Ich hab neu, ich hab mich einmal angezogen. Ich fühlte mich bei... Ich bin schuld, dass er das gehört hat, der kriegt einfach alles. Ich sag schon die Kamera, Bruder, hätte ich gepatzt, oder? Number one. Dann wäre ich enttäuscht gewesen von mir selbst, dann wäre ich abgefuckt gewesen. Aber ich schwöre, ich weiß, dass ich volle Leistung gebracht habe. Der Auftritt war mehr hätte ich nicht machen können. Und ich gehe mit erhobenem Haupt aus diesem Turnier raus. Ich bin gar nicht traurig oder sonst. Sieger der Herzen, Sieger der Herzen. Gewinner gehen eh zuerst. Und so, weißt du auch, Schweine, wir lassen den anderen. Weißt du, Sieger der Herzen, wir lassen den anderen den Vortritt. Guck mal hier. Ja, also das fühlt so an, als ob ich richtig viel gebettelt. Du bist bei deinem sechstes Challenge. Nein, 6. Challenge. Ich kenne dein Deutsch, mein Bruder. 6. Ich kenne dein Deutsch. Bruder, 6. Der hat 6. gesagt, sei ehrlich. 6. Ich schwöre, der hat 6. gesagt. Boah, haben wir auf Kamera, Bruder. Wir gucken nein, dann da, einfach genau da war Kamera aus. Aber das ist auch falsch, also. Was denn? Das heißt 6. Challenge. Hab ich doch gesagt, 6. Achso. Ah, du hast... Ich kein Deutsch. Ah, ja, du hast kein Deutsch. Erzähl mal die Starbucks-Geschichte. Ich wollte nur noch mal sagen, einen Tag kam der Colin hier rein, hab ich ihm seinen Starbucks-Kaffee abgezogen. Dann hab ich aber auf korrekt gemacht. Nein, Spaß. Ich hab gefragt, gib mir den mal bitte. Meint er, okay, der mir den geschenkt. Dann hab ich gesagt, komm, wir machen einen Vertrag. Du bringst mir jeden Morgen einen Starbucks-Kaffee und dafür bringst du jeden Tag einen Hit. Dann hat er mir einen gebracht. Am selben Tag habe ich Sonnentanz mit Barre und Shabab gemacht. Hit. Nächster Tag kam der wieder, hat er mir wieder einen gebracht. Meinte, ich bezahle im Voraus. Dann hab ich gesagt, ich bezahle später auf Berg. Haben wir Shem gebracht. Hit. Heute habe ich wieder einen bekommen und jetzt gibt's Bandolero, Bandolero. Hit. Ich arbeite nur für Bezahlung. Ich bin nicht hier. Andere sind hier auf, die wollen was erreichen. Ich arbeite nur für Bezahlung. Also sagst du, die Chancen stehen gut, dass Colin morgen wieder mit Kaffee kommt? Ja, und wenn nicht, hat mein Bruder BZ schon schön gesagt, sobald an einem Tag, wenn er morgens ohne Kaffee kommt, weiß ich, ich kann meine Sachen packen heute. Ja, okay, aber was passiert, wenn ich deinen Kaffee bringe? Gibst du mir dann deinen 50% von deinen Dingen? 100%. Wallah, ich bringe dir ganzen Starbucks Kaffee. Bruder, ich mache einen Kaffee auf jeden. Bruder, das ist nur Happen. Ich mache jetzt für einen Kaffee, morgen, Bruder, morgen mache ich das, für ein Essen, übermorgen für eine Rolli, danach für einen 911er. So fängt's Bruder, an, so ne? läuft das Leben. Du musst doch die Leute, du darfst nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen, du musst immer lang. Er geht von Kaffee auf Essen, von Essen zu Rolli. Bruder, Zeit ist Geld, Bruder, ich habe keine Zeit mehr für so einen Scheiß, Bruder. Ich bin 26, Bruder, ich habe nicht mehr die Jahre dafür. Weißt du was, Schwein, mein Vater hat auch leere Magen, Bruder. Ja, ist der Arm. Du bist reich, Bruder, reich an Familie und reich an Freunde, Bruder. Ganz genau, Geld Bruder. Ist nix. Schnurrbärte. Die Icon 5 kannst du einfach nur mit einem Wort widerspiegeln, das ist Schnurrbart. Oder Gänsevorhaut. Aber die Schnurrbärte wachsen hier, wie so viel wir reden. Aber Gänsevorhaut auch ganz, ganz eklig. Gänsevorhaut. Ganz richtig Gänsevorhaut. Feuer! Ja. Mir sein, ich glaub, sie ist hypnotized. Bis der Block mich ruft. Dann war ich immer Finder, doch in mein Kopf bist du. Auch wenn ich keinen Plan von Liebe hab. Du und ich, doch wenn ich das Haus verlasse, such mich nicht und komm mir nicht mehr nah. Wenn die Sonne nicht mehr lacht, werd ich zum Bandolero, Bandolero. Bandolero, papapa. Nur der Mond zeigt uns den Weg. Bandolero, papapa. Sag mir, wohin soll ich gehen? Wenn mich Lakai ruft, dann sind wir voneinander meilenweit entfernt. Sag, woran zweifelst du? Auch wenn ich weg bin, du bleibst in meinem Herz. Ich trage die Gun am Bein. Weshalb ich sperr vor mir? Denn mein Leben ist es risky. Sie sagt, ich soll anders sein. Bevor ich mein Herz verliere. Du und ich. Doch wenn ich das außerlasse, such mich nicht und komm mir nicht mehr nah. Wenn die Sonne nicht mehr nah, werd ich zum Bandolero, Bandolero. Teufel in mein Glas. Wenn ich
bin Bandolero, Bandolero, Bandolero. Nur der Mond zeigt uns den Weg, Bandolero. Sag mir, wohin soll ich gehen? Hurra, hurra. Colin, morgen Kaffee. Colin, morgen Kaffee. 50-50 ist nicht mehr, ist irrelevant. 70-30 ab jetzt. Jawohl. Kaffee morgen für mich und mein Bracker, du weißt doch. Ich bin gerade rausgeflogen, aber ich mach mir keinen Kopf. Ich mach mir keinen Kopf, ich bin gerade rausgeflogen. Ich liebe meinen Bruder Kenan über alles. Habibi. Auch wenn wir gegeneinander angetreten sind. Er hat schon davor in dem Song gesagt, Skandalisten und USK. Zusammen eine Habibi. Eins. Nur lieber mein Bruder Kenan und halt den im Auge, der wird ein Star. Du, Junge. Du, Bruder. Ich hab, guck mal, eine ganz wichtige Frage. Ja, jetzt kommt's schon wieder. Hast du Bock auf ein Solo? Hey, Digga, Alter. Mach mal kurz aus. Zieh den einen Ding, Digga, ne? Ich zieh deine Maske aus. Aber also machst du Solo? Digga, ich bin gerade komplett aus. Mein Motor ist komplett auf null. Ich hatte heute einen Kampf, Bruder, der war geisteskrank. Ihr habt mir ja nicht keine Ahnung, ihr habt mir Kinder an der Regel. Wir überlegen, um 5 Tage das Turnier zu verlängern. Ja, das wäre kein Problem. Aber nur mit Solo. Hä? Voilà, das würde ich noch. Wenn wirklich verlängert wird und wir ein bisschen mehr Zeit haben, von mir bleibt, ich schwöre auf meine Mutter, ein Jahr hier. شوف سكوت القحبة إيش كوميت سون دي داتا Boah, ihr seid ein richtig süßes Duo geworden, ha? Ja, sicher, ja klar. Den ganzen Tag boxen sie sich, Digga. Der Block schreit Ahla Shabab. Mein Block ruft Ahla Shabab. Wir haben die Folge abgedreht und die Leute da draußen, die wissen noch nicht, was sie erwartet. Denn wir werden den Stand mit diesen Folgen auf den Kopf stellen. Ihr habt alles rasiert! Hey! Jeder einzelne Künstler, der Vito, mein Bruder! Ja, sicher! Vito! Ich liebe ihn! Bitte, Jungs, ja, was habt ihr gemacht? Aber war doch nichts Schlimmes. Was denn, Shampoo? Ja. Warum? Bruder, weil ein bisschen ekelhaft war. Und du denkst, mit Shampoo ist jetzt sauber? Frag Kali, Bruder, das sei jetzt. Dann beschweren die sich, warum das Wasser nicht durchsichtig ist. Guck dir das mal an. Einfach Milch. Kali? Ey, was ist denn, Bro? Nein! Was machst du, Kali? Yo, das ist Asi. Wer holt dir denn? Der ist doch eh dein Haus. Kali, was macht Shampoo? Was macht Shampoo in dem Wasser hier? Was für Shampoo, Bruder? Ja. Ey, Wallah Kali, das ist geplatzt. Guck, Loch. Da war schon eben ein Loch. Ey, Kali, das war nicht da. Ey, du bist ein Wichser, ne? Rasha Wallah. Du bist ein dreckiger Land. Ey, Ivo, da war so ein kleiner. Kleiner Husse, kleiner MJ. Wo ist der? Schau, da bist du doch, du Arsch. Da! Wolltest du nicht 1 gegen 1? Boah, du bist ein Hund. Guck mal, wie der geht. Guck mal, ich hab Schmerzen, ne? Als wenn du mit ihm reinrutscht. Ich hör auf alles. Wie geht der gerade? Ey, das brennt einfach jetzt schon, Bruder, ja. Wie der Hust sich aufgibt. Also, sieht gut aus. Dankeschön. Hast du eins vom BZ, ne? Wallah, ne. Boah! Auf deinen Tropfen hast du. Warte los, lang! Das Einzige, was du triffst, ist die Top 8. Und du genauso. Du mit zusammen. Wir zusammen.